Bin vorhin um ca. 14.30 Uhr in Chidambaram angekommen, weil ich dort den Tempel besuchen wollte. Und der war aber geschlossen und ich musste anderthalb Stunden warten. Dann bin ich zu einem Rikscha-Fahrer gegangen und habe ihn gefragt, was man hier noch so machen kann. Und dann hat er mir den Tipp gegeben, dass es hier ganz in der Nähe von Chidambaram einen riesengroßen Mangrovenwald gibt. Soll eine große Touristenattraktion geben. Und ja, da ich nichts anderes zu tun hatte, hatte ich gedacht, oh super, stand gar nicht im Reiseführer, das mache ich doch mal mit. Und ja, habe mich dann hierher fahren lassen und das war echt eine super gute Idee. Oder ein guter Tipp von dem Rikscha-Fahrer. Denn das hier ist der zweitgrößte Mangrovenwald der Welt. Wundert mich, dass das überhaupt nicht im Reiseführer stand. Und ich bin jetzt auch gerade hier auf so einem Aussichtsturm. Hinter mir sieht man einen Teil von diesem Mangrovenwald. Der ist ca. 15 Kilometer östlich von Chidambaram und ja, streckt sich über, ich glaube, 1100 Hektar. Man hat hier ca. 400 Wasserstraßen, die mit Boot befahren werden kann. Entweder mit einem Ruderboot, was ich gerade gemacht habe, ökofreundlich wie ich bin. Oder man nimmt ein Motorboot, wie man es hinter mir hört. Was allerdings in manchen Straßen nicht möglich ist, weil der Wasserspiegel einfach zu niedrig ist. Ja, ich habe gerade eine Stunde diese Tour gemacht mit einem älteren Ruderfahrer. Hat mir ein bisschen leid getan, weil es ja doch schon anstrengend für ihn war, auch in der Hitze hier. Deswegen bin ich die Rücktour gefahren, also beziehungsweise habe gerudert. Und ja, wir sind natürlich dann nicht so viel geschafft, weil es ja ein Ruderboot war, aber durch diese kleinen Wasserstraßen zu rudern ist sowas von entspannt. Man genießt halt hier eine Stille, die man sonst fast nirgendwo hat, glaube ich, in Indien, also ich bisher jedenfalls, weil ich ja nur in den Städten unterwegs war, in den Tempeln oder an anderen Orten, überall laut und man hat so eine unglaubliche Ruhe, man hört nur diese Vögel zwitschern, man lehnt sich entspannt zurück, das Wasser plätschern, ab und zu mal ein kleiner Frosch, der rumhüpft oder ein Fisch, der auch übers Wasser springt. Ja, die Mangroven, das ist natürlich auch sehr, sehr schön, wenn man so durchfährt, teilweise durch kleine Tunnel. Ja, es ist super relaxed und tut einfach mal unglaublich gut, weil Indien ja, wie ich schon gemerkt habe, doch schon anstrengend ist durch die Hitze und die vielen Menschen. Und ja, deswegen ist es toll, dass man diese Kombination immer wieder haben kann zwischen Natur und Kultur und Städte und Beach und ja, das macht Indien, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Ja, es ist super toll hier. Man sollte hier auf jeden Fall mal einen Abstecher machen. Eine Stunde, wie gesagt, geht eine Bootstour. Man kann auch eine 4-Stunden-Tour machen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ist vielleicht so das Pendant zu den Backwaters in Kerala. Ich bin mal gespannt, da bin ich ja auch noch. Ja, also hier in den Mangrovenwald kann man auf jeden Fall mal herfahren.